Es weihnachtet sehr in der WWK Arena. Zum vierten Mal schon erfüllt der FCA gemeinsam mit der Augsburger Tafel Weihnachtswünsche von Kindern. So soll den sozial benachteiligten Familien ein schönes Fest beschert werden. Ich habe einen Schuh von FCA gewünscht. Also ich freue mich auch voll schon. Ich bin auch voll dankbar, dass ich eine Nike-Tasche, also eine Rucksack-Nike-Tasche bekommen habe. Und ich habe das mir auch gewünscht. Damit die Wünsche der Kinder alle erfüllt werden können, haben viele mitgemacht. Spieler, Mitarbeiter, aber auch Fans und Mitglieder. Über 500 liebevoll verpackte Geschenke sind es diesmal. Und sie alle werden von den FCA-Profis höchstpersönlich an die Kinder verteilt. Glaube ich, was ganz Schönes, eine super Aktion, die der Verein da auch ins Leben gerufen hat. Wie gerade schon gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass ich dabei bin, und es ist immer wieder schön, auch kurz vor Weihnachten dann immer ein bisschen was zurückzugeben. Es ist immer schön, wenn man auch an die Kinder denkt, wo nicht so viele haben, dass man die auch beschenkt, und man sieht hier die Augen, das Lächeln, das sie haben, das ist einmalig. Ich muss echt sagen, dass die Geschenke echt ein bisschen mehr geworden sind, glaube ich. Aber das freut uns natürlich auch, dass wir mehr zu tun haben, dass wir mehr zurückgeben können und dass die Kinder hier reinkommen und strahlen. Das ist für uns natürlich auch ein extrem gutes Gefühl. Das ist eine schöne Sache. Es ist wichtig, dass man aufeinander schaut und vielleicht die nicht so viel haben, speziell in der Weihnachtszeit, ein bisschen Glück schenkt, sage ich mal, Geschenke gehören dazu, finde ich, für jedes Kind. Ist auch für uns eine gute Aktion, die kleinen Kinder da, ja, bei den Geschenken, beim Suchen zu helfen, und ist auch eine schöne Freude für beide Seiten. Sensationell, die Aktion, also wenn man sieht, wie sich die Kinder freuen, dann freuen wir uns natürlich auch brutal mit. Das ist echt mit die beste Aktion, was ich bisher gemacht habe. Wir wissen, was für ein Privileg wir haben, gerade als Fußballprofis. Und wenn wir damit so eine Aktion auch ein bisschen unterstützen können, helfen können, und das sollten wir nie aus den Augen verlieren. Ich denke, uns geht es allen gut, und es gibt viele Beispiele, denen man helfen kann, wo man sie unterstützen kann, und das soll heute so ein Tag auch sein. Von Fußballschuhen bis hin zu Puppen und Fahrrädern. Hier werden alle Wünsche erfüllt. Nicht nur die Kinder, auch die Eltern strahlen über das ganze Gesicht. Auch Cheftrainer Martin Schmidt, der die Aktion zum ersten Mal in Augsburg erlebt, ist einfach begeistert. Die Geschenke mit der Wertigkeit, die die haben, muss das eine Riesenfreude für die sein und für die Kinder. Und ich finde es eine unheimlich gute Geste, dass gerade solche Geschenke an die Menschen geht, die ja vielleicht das sich nicht immer gönnen können, auch hier im Stadion zu sein, die Spieler sich um sie kümmern. Da geht einem schon das Herz auf und muss sagen, das ist für mich, das ist Weihnachten. Mit der Kinderwünsche-Aktion zeigt der FC Augsburg ein Herz für Kinder und bereitet ihnen zum Fest aller Feste eine riesengroße Freude. So schön kann Weihnachten sein.